Lautstarker Teilnehmerrekord beim Treuener Schlossfest 2023. Mit dabei waren in diesem Jahr erstmals 22 historische Vereine mit rund 240 Akteuren. Ulrich Leipold vom Förderverein Schloss Treuen. Wir stellen die Geschichte des 30-jährigen Kriegs in Treuen und Umgebung dar. Und das sind Historienvereine aus ganz Deutschland, aus Holland, aus Dänemark, aus Tschechien. Man sieht die Truppen, wie sie damals gekämpft haben. Das sind einmal die Pikeniere mit diesen langen Piken, die waren zu der Zeit sehr üblich. Und dann gab es aber im 30-jährigen Krieg auch schon Feuerwaffen, das heißt Vorderlader. Und es wird also ziemlich laut hier, auch Kanonen. Und wir geben auch an die Zuhörer, Zuschauer, wenn sie möchten, den Gehörschutz aus. Bei einer jeweils 60-minütigen Schlacht am Samstag und Sonntag stehen sich die Gegner gegenüber. Bevor es in die Schlacht geht, gibt es Besprechungen der Heerführer, wie der Angriff ausgehen soll. Es geht ja am Ende im 30-jährigen Krieg um den Kampf zwischen Katholiken und Protestanten. Und die Akteure jetzt, die Offiziere und Obristen der Regimenter, die da sind, die historischen, die treffen sich am Abend vor der Schlacht und dann wird vereinbart, wer gewinnt heute und auch gleich, wer am Sonntag dann in der offenen Feldschlacht verliert. Die kommt ja dann auch noch. Meines Wissens gewinnen heute die Protestanten, das heißt die Truppen vom König, schwedischen König Gustav Adolf. Die Schlacht lockte an beiden Tagen viele Besucher an. Das Treuener Schlossfest wird seit 18 Jahren vom Förderverein Schloss Treuen organisiert.